Als nächster spricht der Vorsitzende des Zentralrates der Deutschen Sinti und Roma, Romani Rose. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen, Herr Bundespräsident, Herr Bundestagspräsident, Frau Bundeskanzlerin, Herr Regierender Bürgermeister, Herr Staatsminister. Ich begrüße auch Herrn Kramer für den Zentralrat Deutscher, für den Zentralrat der Juden. Und ich begrüße alle jüdischen Geschwister, die hier sind, die mit uns ja eine europäische Geschichte der Verfolgung geteilt haben. Lieber Sony Weiss, lieber Herr Karawan und Ihnen allen, dass Sie heute teilnehmen an der Einweihung dieses Denkmals. Sie erweisen damit unseren Menschen die Ehre und den Respekt vor ihrem Schicksal. Ich danke den Überlebenden, die heute hierher gekommen sind. Unsere Gedanken sind bei denen, die nicht bei uns sein können. Mit der Einweihung dieses Denkmals für die über 500.000 im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas gedenken wir der Opfer des Völkermords. Zugleich erinnern wir an dieses jahrzehntelang verdrängte Menschheitsverbrechen. Es gibt in Deutschland keine einzigste Familie unter den Sinti und Roma, die nicht unmittelbare Angehörige verloren haben. Dies prägt unsere Identität bis heute. Die ungeheuerlichen Verbrechen der Nazis entziehen wir dem Verstehen. Sie begannen mit Ausgrenzung und Entrechtung und sie endeten mit Massenmord in den Vernichtungslagern, in denen Sinti und Roma gemeinsam mit den Millionen anderer Opfer litten. Ich begrüße an dieser Stelle den Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Herrn Häubner. Sinti und Roma wurden allein aufgrund ihrer vorgeblichen Rassenzugehörigkeit, ihrer bloßen biologischen Existenz, ausgesondert und unterschiedslos ermordet, alte Menschen ebenso wie Kinder. Dieses Denkmal neben dem Reichstag in unmittelbarer Nähe zum Brandenburger Tor, zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas, ist Ausdruck der Verpflichtung, Antiziganismus ebenso zu ächten wie Antisemitismus. Es gibt aber in Deutschland und in Europa einen neuen, zunehmend gewaltbereiten Rassismus gegen Sinti und Roma. Dieser Rassismus wird nicht nur von rechtsextremen Parteien und Gruppierungen getragen, sondern er findet immer mehr Rückhalt in der Mitte unserer Gesellschaft. Gerade die heutige politische und juristische Umgang mit rechtsextremen Gewaltideologie stellt einen Prüfstein dar, ob und welche Lehren wir aus dem Krieg und aus dem Holocaust tragen. Es gibt vor allem im Internet massive Aufrufe zur Gewalt gegen Juden, gegen Sinti und Roma. Der Mordserie der sogenannten NSU fielen 10 Menschen zum Opfer. Der Vertreter der Muslime ist auch heute bei uns. Dieser Rassismus richtet sich vordergründig gegen unsere Minderheit, tatsächlich aber richtet er sich gegen unsere Demokratie und unsere demokratischen Werte. Hier genügen keine Verbote. Die Ächtung jedweder Gewalt muss in der ganzen Gesellschaft Platz greifen. Als 1980 eine Gruppe von Sinti und Roma, darunter 5 Überlebende des Holocaust, im ehemaligen Konzentrationslager Dachau einen Hungerstreik taten, um auf die Tatsache des Völkermordes und seine jahrzehntelange Verleugnung in der Bundesrepublik Deutschland aufmerksam zu machen, konnte sich niemand von uns vorstellen, dass es einmal ein solches Denkmal geben wird. Bis dahin waren die Überlebenden ausgeschlossen von jeder moralischen, rechtlichen und politischen Entschädigung. Erst 1982 wurde der Holocaust an Sinti und Roma durch den damaligen Bundeskanzler anerkannt. Ich begrüße auch nochmals, ja, mit all guten Gefühlen Sie, Herr Richard von Weizsäcker. Ich weiß, meine erste Begegnung
mit Ihnen und wie Sie im Laufe der Jahrzehnte uns immer wenn Sie mir begegnet sind, ich Ihre Sympathie nicht nur für mich, sondern für unsere Minderheit von Ihnen verspürt habe. Dafür danke ich Ihnen besonders. Dieses Denkmal, das wir heute einweihen, ist auch ein Ergebnis der langen Auseinandersetzung mit der Geschichte von Sinti und Roma in Deutschland. Ich danke Ihnen, Frau Bundeskanzlerin Merkel und der Bundesregierung, sowie Ihnen, Herrn Regierenden Bürgermeister Wobereit und der Berliner Landesregierung für die Fertigstellung dieses Mahnmals. Mein besonderer Dank gilt Ihnen, Herr Staatsminister Neumann. Sie haben dieses Denkmal zu Ihrer persönlichen Angelegenheit gemacht. Nochmals Dankeschön. Mein Dank geht an die vielen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für ihr langjähriges Engagement. Und ich müsste hier viele Leute nennen, von Frau Pau bis Herrn Thierse und all die vielen Leute. Verzeihen Sie mir, wenn ich das nicht tun kann. Die Rede sollte kurz sein. Ich will aber doch einige erwähnen, und das ist mir besonders wichtig, die sich sehr für unsere Minderheit engagiert haben. Das ist Angelika und Manfred Lautenschläger, die unsere Arbeit seit vielen Jahren unterstützen und uns auch in den Auseinandersetzungen in der Vergangenheit um Diskriminierung und Rassismus da sehr begleitet haben. Und ebenso danke ich nach 30 Jahren Arbeit der Gesellschaft für bedrohte Völker, die es erst ermöglicht, dass der Zentralrat und die deutschen Sinti und Roma die Öffentlichkeit bekommen haben, die ihnen allzu lange verweigert worden sind. Vor allem aber geht mein Dank an unsere Holocaust-Überlebenden. Ihre unermüdliche moralische Unterstützung hat entschieden Anteil daran, dass das Denkmal nach einer über 20-jährigen Auseinandersetzung verwirklicht wurde. Es ist bedrückend, dass viele von Ihnen den Tag der Eröffnung nicht mehr miterleben können. Insbesondere danke ich Dani Karavan, der sich mit den Opfern und ihrem Leid auseinandergesetzt hat und dessen Kunstwerk uns Raum gibt, der unzähligen Opfer zu gedenken. Herr Karavan, nochmals vielen Dank. Ich danke Herr Santino Spinelli, der Worte gefunden hat für das Unsagbare und die Dani Karavan in dieses Denkmal mit aufgenommen hat. Ich danke Reini Lagren, der das Gedicht von Spinelli in Romanes übersetzt hat. Und ich danke Romeo Franz, der mit dem gebrochenen Ton seiner Geige in diesem Denkmal erinnert, dass die Nazis auch unsere Kultur auslöschen wollten. Ich danke meinen Vorständen, die heute alle anwesend sind und die alle dazu beigetragen haben, dass wir heute hier stehen und das Denkmal der Öffentlichkeit übergeben können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Denkmal verbindet für uns Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es steht zugleich für eine besondere, aus dem Holocaust resultierende Verantwortung für die Sinti und Roma in Deutschland und in Europa. Untrennbar damit verknüpft ist der eindeutige Auftrag an Politik und Gesellschaft, künftig die Rechte unserer Minderheit zu wahren und ihre Würde zu sichern und zu garantieren. Wir verbinden mit diesem Denkmal die Hoffnung, dass der Holocaust an Sinti und Roma Teil des historischen Gedächtnisses unseres Landes wird. Und dass es in Deutschland für alle Menschen eine gemeinsame Kultur der Humanität und der gegenseitigen Anerkennung gibt, in der die Würde des Menschen, wie es in unserer Verfassung steht und verspricht, der höchste Maßstab jeglichen Handelns ist. Haben Sie alle nochmals, die Sie uns heute die Ehre geben, vielen Dank. Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma. Und nun?